Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. 2018 geht zu Ende, 2019 steht vor der Tür. Zeit, einmal ein paar Gedanken zu sammeln über das Jahr 2018. Wie ist es so gelaufen? Was gab es Neues? Und was gibt es für 2019? Ja, das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Es sind nur noch wenige Tage oder Stunden bis zum Jahreswechsel. Und deshalb sitze ich hier mit einer schönen Tasse Milchkaffee und mache mir mal so ein paar Gedanken darüber, wie ist das Jahr 2018 gelaufen, was gibt es da zu vermelden, was waren die Highlights für mich, für meinen 2018 und was habe ich in 2019 vor, insbesondere mit dem Kanal 163 Grad. 2018 ist für mich weiterhin ein Jahr, das gefühlt bestimmt wurde vom Dieselskandal. Der ging durch die Presse zusammen mit den Fahrverboten, die es jetzt gibt. Wir haben hier in Hamburg zwei Straßen, in denen mittlerweile Fahrverbote für Dieselfahrzeuge einer bestimmten Schadstoffklasse herrscht. In der einen Straße gilt das nur für Lkw, in der anderen Straße gilt das auch für Pkw und Lkw. Wenn man dort mal durchfährt, dann sieht man, dass diese Fahrverbote im Grunde genommen, meine persönliche Meinung, völliger Quatsch sind. Denn das ist gar nicht durchsetzbar, das ist gar nicht kontrollierbar. Wie soll man das machen? Bei der letzten Kontrolle hat die Polizei, so stand es im Hamburger Abendblatt, 60 Polizisten gebraucht, weil man die Fahrzeuge zumindest in der Stresemannstraße nicht anhalten kann. Man muss sie mit Motorradstreifenpolizisten rausfischen. Das sind ja LKWs, die muss man aus dem Verkehr herausholen, 2-3 Kilometer entfernt auf einen großen Platz bringen, aufs Heilige Geistfeld und dort dann kontrollieren. Angeblich soll das 60 Polizisten gebunden haben. Ist also gar nicht machbar. Es steht ja auch nicht draußen dran an den Autos. Und der Leidtragende sind die normalen Endverbraucher, die ein Auto gekauft haben und im Grunde genommen nichts daran verbrochen haben. Schuld sind andere und die müssten eigentlich auch die Zeche dafür zahlen. Ja, das Thema Dieselgeld und Fahrverbote wird uns sicherlich auch in 2019 noch weiter verfolgen, wobei ich mit diesen Fahrverboten nicht so d'accord gehe. Es bringt nichts, den Leuten das zu verbieten. Man sollte Anreize schaffen, dass neue Technologien interessant werden, denn sie sind allalong sowieso billiger als ein Diesel. Und insofern muss man da noch ein bisschen Gewicht reinlegen, dann kaufen die Menschen das bessere Auto, das modernere Auto, das schadstoffarmere Auto, das Elektrofahrzeug von alleine. Ja, dann gab es natürlich noch ein Thema, der endlose Sommer. Das war auch ein Highlight. Wer bis heute noch nicht von dem Klimawandel überzeugt ist oder sagen wir mal davon, dass wir Menschen in einer Zeit, in der sich die Erde sowieso erwärmt, auch noch einen Scheit drauflegen mit unserer Lebensweise, der sollte jetzt eigentlich spätestens seit dem Sommer 2018 überzeugt sein. War natürlich geil, in Deutschland 38 Grad zu haben, aber so normal ist das nicht. Ja, Sommer, Klimawandel und dann ein Thema, was uns, was viele genervt hat, die irgendwie einen Blog, einen YouTube-Kanal oder ähnliches haben. Auch beruflich war das für mich ein Riesenthema, ist die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Da konnte man nächtelang schlecht schlafen. Und wenn wir schon an den Klingelschildern demnächst nur noch Nummern dran schreiben sollen und nicht mehr Namen, wo kommen wir denn dahin? Also diese DSGVO hat da reichlich Blüten getrieben und uns alle reichlich beschäftigt. Aber nun denn. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich in 2018 einige Videos gebracht, die ihr mit Sicherheit, wenn ihr den Kanal abonniert habt, schon gesehen habt. Es waren ein bunter Mix aus Elektroautos, die ich für euch gefahren habe, und Plug-in Hybrids. Ich habe mir das hier mal aufgemalt, aufgelistet. Volvo XC60, Opel Ampera e, Porsche Panamera 4e, Kia Niro Plug-in Hybrid, BMW i3s, Mercedes GLC 350e, Citroën Emi Hari, für mich eines der Test-Highlights. Der Wagen war nicht so doll, aber er hat unglaublich viel Freude bereitet. Und dann Renault Twizy natürlich. Und den Abschluss bildet der Nissan Leaf 2.0, der neue Nissan Leaf, den ihr als letztes Video auf meinem Kanal gesehen habt. Ich habe noch ein weiteres Auto gefahren, das ist der Hyundai Nexo, ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb. An dem Video schneide ich noch, das wird allerdings erst im Januar dann online gehen können. Dazu war ich auf zwei Automessen für euch, einmal dem Autosalon in Genf im Frühjahr
und einmal im Sommer, im Spätsommer in Paris auf der Autoshow. Das mit den Automessen und Autoshows ist so eine Sache. Man merkt sehr deutlich, dass die Hersteller die echten Breaking News, die echten Neuheitenknaller lieber auf eigenen Veranstaltungen präsentieren wollen, damit sie da die volle mediale Aufmerksamkeit haben und nicht so sehr auf einer Automesse. Aber wenn man dann zum ersten Mal in einem Mercedes EQC sitzen will oder in einem Audi e-tron, dann muss man diese Automessen weiterhin besuchen. Ja, mein persönliches Highlight, mein persönliches privates Highlight in diesem Sommer war natürlich der Kauf des Tesla Model S. Das habt ihr mitbekommen. Ich habe ein Tesla Model S gekauft in Holland. Eine Aktion, die mehrere Wochen in Anspruch genommen hat, war eine ziemlich spannende Zeit. Erst die Recherche, ein Auto zu finden, das, ich sag mal, so ist, wie ich es gerne hätte, auch noch in die Preisklasse passt und technisch in Ordnung ist. Vielen Dank an der Stelle auch an Uwe Kröger von dem Kanal T&T Tesla, den kennt ihr, der mich da mit beraten hat und mir das Fahrzeug auch empfohlen hat. Und da habe ich dann irgendwann nachts um eins auf den Knopf gedrückt und habe meine Kreditkarte durchgezogen und habe 4.000 Euro angezahlt und dann hatte ich ein Auto gekauft. War sehr, sehr spannend. Wer diese Videos noch nicht gesehen hat, empfehle ich sie euch. Ist schon eine Reise zu einem gebrauchten Tesla Model S. In dem Zusammenhang natürlich auch die Frage, was mache ich jetzt? Denn ich habe ja auch ein Tesla Model 3 bestellt und ich habe es tatsächlich auch bestellt. Ich denke, das ist ganz vernünftig. Das kommt im Frühjahr. Und ich bin aber mit meinem Tesla Model S eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich habe gerade alle Nickeligkeiten weg. Ich habe 4 neue Reifen, ich habe 4 top aktuelle Winterreifen dafür. Das Auto ist unfallfrei, nicht nachlackiert, hat Allradantrieb. Ich bin im E-Cannonball, da komme ich noch drauf, Dritter damit geworden. Also der Wagen ist echt super, bin echt zufrieden. Und ein Tesla Model S bietet halt doch schon mehr Möglichkeiten der Nutzung als ein Tesla Model 3. Das Model 3 ist ein toller Wagen, gar keine Frage, aber ich sag mal, mit der großen Heckklappe ist das Model S natürlich etwas besser zu verwenden. Gut, dazu später noch mehr. Ja, wie gesagt, mein persönliches Highlight, Kauf Tesla Model S. Und was ihr in den YouTube-Videos nicht gesehen habt, weil das ist eigentlich privat und das, da muss ich dann auch nicht unbedingt noch ein YouTube-Video von drehen. Ich habe das Tesla Model S an einem Freitag im August aus Holland abgeholt. Ich habe es am darauffolgenden Samstag, also am nächsten Tag in Hamburg zum TÜV vorgeführt, habe mir dort den TÜV-Stempel abgeholt und bin dann am Sonntag mit meiner Familie nach Paris gefahren. Wir sind dann mit über 2000 Kilometer anstandslos und einwandfrei unterwegs gewesen, haben eine ganz tolle Woche bei weit über 30 Grad in Paris erlebt, mit Eiffelturm, mit Louvre, mit Disneyland und allem drum und dran und dann mit dem Tesla zurück über Köln auf dem Hinweg, mit dem Kölner Dom, über Düsseldorf mit der Kölner, mit der Düsseldorfer Altstadt. Sorry, ich weiß, Düsseldorf-Köln, das ist nicht so, die sind nicht so enge Freunde, sagen wir es mal so, aber Düsseldorf zurück mit der Altstadt war auch ein toller Abend und haben so einen wunderschönen Sommerurlaub verbracht mit dem Tesla Model S unterwegs und mit den vielen Superchargern hat das einwandfrei geklappt. Langstrecke ist da für mich also wirklich kein Thema mehr. Da steigt man ein und fährt los mit einem Tesla, da brauchst du nicht viel zu planen. Man muss sich natürlich darauf einlassen, auf das Laden und die Zwischenstopps, aber wie gesagt, das ist eigentlich alles gar kein Problem. Dann kommen wir zu der Veranstaltung, die für mich das Jahr 2018 geprägt hat. Das war natürlich der E-Cannonball 2018, der erste E-Cannonball und für mich eigentlich auch eine der aufmerksamkeitsstärksten Veranstaltungen, die es in Sachen Elektromobilität im Jahr 2018 gab. Das habt ihr wirklich toll gemacht, Uwe und Michael. Das Ding hat ja große Wellen geschlagen und es war eine Ehre, dabei sein zu dürfen und es hat riesig viel Spaß gemacht. Ziemlich egal, wie das Ergebnis nachher ausgefallen ist. Ich glaube, es hat allen Spaß gemacht. Ich habe ja versprochen in einem vorherigen Video, dass ich nochmal Teilnehmer zu Wort kommen lasse, die nicht einen Tesla gefahren haben. Wie ihr wisst, gab es da 3 Fahrzeugklassen. Es gab Tesla, da gab es die Klasse 2 mit Fahrzeugen wie Hyundai Ioniq und so, die relativ BMW i3, die relativ moderne Elektroautos sind. Und dann gab es die Klasse 3 mit den älteren Fahrzeugen, die kleinere Akkus hatten. Renault Zoe war dabei mit einem kleinen Akku, ein Eigenbau, Golf City Stromer Umbau und so 2-3 andere. Und ich hatte
so den Eindruck, dass diese ganze Berichterstattung da sehr Tesla-lastig war. Das stimmt auch so, weil es natürlich Tesla ist immer so ein bisschen das Zugpferd, das zieht natürlich. Aber es gibt auch von den anderen genügend zu berichten. Insofern habe ich aufgefordert, die anderen Teilnehmer doch ein kleines Video einzusenden. Die Videos zeige ich euch gleich kurz eingeblendet. Die sind nur eine Minute lang, also bleibt dran, nicht abschalten, nicht umschalten, dranbleiben. Den Anfang macht das Team Nummer 7, Nasenelch, der Sebastian. Die haben immerhin Platz 20 von allen Teilnehmern belegt, sind mit einem Kia Soul mit 27 Kilowattstunden Akkukapazität unterwegs gewesen und haben mit 14 Stunden und 34 Minuten auch manch einen Hyundai Ioniq und manch einen VW e-Golf überholt, die im Grunde genommen theoretisch vor ihnen hätten sein müssen. Insofern kurzes Statement von Sebastian, Team 7, Nasenelch zum e-Cannonball. Tag, ich bin der Sebastian von Team Nasenelch. Wir sind beim e-Cannonball mit der Startnummer 7 angetreten und haben den dritten Platz in unserer Preisklasse gemacht. Wir sind super happy. Leider haben wir ein bisschen Zeit liegen gelassen an diversen Ladesäulen. Teilweise war der Schademo-Adapter kaputt oder die Säule ließ sich erst gar nicht starten. Dann hatten wir auch das Problem, dass der Stecker nicht rausging. Ja, sei es drum. Die Ladeinfrastruktur könnte auf jeden Fall besser sein. Vor allem nicht immer nur ein Triple-Lader, sondern mehrere. Weil wir hatten dann auch das Problem, dass ein Mitstreiter schon stand und wir da nicht laden konnten. Sonst eine super Veranstaltung. Wir haben uns tierisch gefreut, dass wir damit dran teilhaben durften und hoffen, dass wir nächstes Jahr nochmal wieder daran teilnehmen können. Ja, in diesem Sinne, fahrt elektrisch. Ja, das Thema Ladestation, Infrastruktur ist etwas, was uns alle nervt. Bei Tesla ganz gut gelöst, aber sobald man mal auf die öffentliche Ladeinfrastruktur zugreifen muss, merkt man, dass ein bestimmter Anteil aller Säulen echt eine Macke hat, kaputt ist, zugeparkt ist. Ich würde mal sagen, so grob ein Drittel aller Säulen hat echt ein Problem. Da kannst du aus irgendeinem Grund nicht laden. Da muss man dann praktisch immer noch einen Plan B dabei haben. Der Sebastian von dem Team Nasenelch gehört zur Klasse 3, hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist die Klasse mit den kleineren Akkus. Da hat er sich ganz gut geschlagen. Ich hatte noch gesprochen mit dem Nordlicht, der Renault Zoe dabei war und der mit 18 Stunden und 18 Minuten, glaube ich, schon fast den ganzen Tag dafür unterwegs war und natürlich am nächsten Tag auch noch nach Hause musste. Also echter Einsatz. Der hat die Tour also zweimal gefahren. Der war dann Montag früh um 6 Uhr morgens, glaube ich, zu Hause, also abstrus. Und der hat mir dann noch gesagt, dass er eine falsche Software auf dem Auto hatte und die richtige oder die neuere nicht gekriegt hat. Die Software kostete ihn bei jedem Ladestopp ungefähr 5 bis 10 Minuten. Und wenn man 12 Ladestopps macht und überall 5 Minuten verliert oder mehr, dann ist man also, wäre man theoretisch über eine Stunde schneller gewesen. Ja, dies mit dem hätte, wäre, sollte, könnte, das zieht sich durch die Berichterstattung und ich glaube, da ist auch noch genügend Bedarf für eine Neuauflage des e-Cannonballs, um das alles richtig zu stellen. Ja, als nächstes habe ich noch einen Beitrag vom Team 11, Fledermüs, das bedeutet Fledermaus, denke ich mal. Conny und Arne, die unterwegs sind mit einem VW e-Golf mit 36 Kilowattstunden Kapazität in der Klasse 2. Insgesamt haben sie den Platz 23 gemacht und waren 15 Stunden und 49 Minuten unterwegs. Ja, moin. Wir sind Conny und Arne vom Team Fledermüs und haben an der diesjährigen e-Cannonball 2018 teilgenommen. Wir sind schon wieder auf Testfahrt für nächstes Jahr. Wir haben dieses Jahr einige Probleme gehabt mit der Ladeinfrastruktur. Einige Säulen funktionierten nicht, von daher. Aber insgesamt war es ein super tolles Event. Wir hatten Heidenspaß, haben nette Leute kennengelernt und bedanken uns nochmal bei Uwe und auch bei dem Michael für die hervorragende Organisation. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ein Platz vor Fledermüs, nämlich Platz 22 der Gesamtwertung, liegt das Team Nummer 13, TNE. Tino und Christoph, die mit einem Hyundai Ioniq gefahren sind in der Klasse 2, 15 Stunden und 32 Minuten haben sie gebraucht, also nur wenige Minuten vor dem Team Fledermüs ins Ziel gekommen. Und hier der Beitrag von den beiden. Moin Leute, ich bin Christoph
Teamkollege von Tino, Team 13, Team TNE. Ich möchte mich bei euch für eine richtig geile Veranstaltung bedanken. Der eCannonball 2018 war eine richtig geil organisierte und auf die Beine gestellte Veranstaltung. Es hat so viel Spaß gemacht. Für mich war es ein besonderer Tag. Ich hatte an dem Tag auch noch Geburtstag. Eine Riesenehre dabei gewesen zu sein. Und ich freue mich auf den eCannonball 2019. Alles klar, haut rein, macht's gut und lasst es euch gut gehen. Moin, und ich bin der Tino. Zusammen mit dem Christoph sind wir den eCannonball 2018 gefahren. Vielen, vielen Dank an Owe und Micha für die astreine Organisation, kann man nicht anders sagen. Auch an die anderen Teilnehmer, wunderbar euch kennengelernt zu haben, hat super viel Spaß gemacht. Allerdings hat das ganze Event auch aufgezeigt, wie die deutsche Ladeinfrastruktur verbesserungswürdig ist. Und wir haben es an unserem eigenen Leibe gespürt. Könnte besser sein. Wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wir dabei sein dürfen. In diesem Sinne, haut rein und wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Ja, ich glaube, man kann allen Beteiligten in den Videos trotzdem anmerken, auch wenn es da Schwierigkeiten gab. Die Begeisterung aus dem eCannonball ist groß und alle fiebern natürlich auf die Neuauflage für 2019 hin. Das kommt ja ab April, kann man sich bewerben, läuft über die Kanäle von Owe und Michael Schmidt. Da werdet ihr, glaube ich, genügend Infos bekommen. Ja, dann habe ich noch das Team Nummer 14 Blauzahn, der Daniel, der auch mit einem Hyundai Ioniq unterwegs war. Insgesamt hat er Platz 15 belegt mit 12 Stunden und 46. Das ist schon eine gute Zeit, die er da gefahren ist. Hier Daniel vom Team Blauzahn. Ich habe am eCannonball 2018 teilgenommen mit meinem Hyundai Ioniq und grundsätzlich kann ich meine Erfahrung aus der Praxis auch für den eCannonball bestätigen. Ich bin mit 2 Stunden Verzögerung angekommen. Es gab Ladesäulen, die einfach schon belegt waren. Auch im Alltag bestätigt sich immer wieder, dass eine Ladesäule pro Standort zu wenig ist. Dann gibt es Probleme mit der Wartung der Ladesäulen. Das andere Mal war es eine Ladesäule, die sich nicht freischalten ließ. Oft sind die Säulen gestört und nicht funktionsfähig und werden teilweise erst nach 6 Monaten wieder repariert. Außerdem gibt es ein undurchsichtiges Tarifsystem. Wer jetzt in welcher Klasse zuerst angekommen ist, ist völlig unerheblich. Tatsächlich hängt alles an der Infrastruktur. Gewinner sind alle die, die im Ziel angekommen sind. Alle Elektrofahrzeuge sind uneingeschränkt alltagstauglich und auch nicht die Akkugröße ist das entscheidende Kriterium. Ja, und als letzten Beitrag habe ich noch das Team 15 für euch. Team Sinclair, Eva und Georg, auch zwei echt dufte Typen, die auf der Veranstaltung wirklich viel gute Laune verbreitet haben. War ganz toll, mit euch da unterwegs zu sein. Sie sind gefahren in der Klasse 2 mit einem Hyundai Ioniq, sind auf Platz 14 gelandet und sind mit 12 Stunden und 40 auch Sieger, 12 Stunden und 40 Minuten auch Sieger in ihrer Klasse geworden. Schneller waren sie als alles andere in der Klasse. Da gehören ja zu BMW i3, andere Ioniqs, Leaf 2, E-Golf und viele mehr und waren praktisch einer der schnellsten Nicht-Teslas. Davor waren ja nur noch die beiden Konas und alles andere kam danach. Die beiden hier nochmal in ihrem Video. Hallo, Hi. Wir sind Team Sinclair und wir haben den eCannonball 2018 von Hamburg nach München in der Leistungsklasse 2 in 12 Stunden 40 Minuten gewonnen. Hurra! Aber ich muss sagen, wir hätten locker 90 Minuten schneller sein können, vielleicht sogar 2 Stunden, aber wenn nicht die Ladeinfrastruktur gewesen wäre. Von 12 Säulen, die wir angefahren haben, haben nur 7 funktioniert und das, nachdem wir 2 Techniker anrufen mussten. Ja, und ich muss ehrlich sagen, einer hat uns die Säule so freigeschaltet, erst nur 20 Minuten, dann eine halbe Stunde. Das war sehr nett. Und ganz zum Schluss, die letzten 3, wir mussten 20 Kilometer nachladen. Das war total spannend. 20 Kilometer nachladen. Die erste ging nicht, die zweite ging nicht und die dritte ging zum Glück mit der MyGo-App. Ja, das hat uns dann die letzten 5 Minuten gerettet, die wir vor Blauzahn dann ins Ziel gekommen sind. Und unsere Zieleinfahrt war eigentlich recht spannend, ja, was man auch im Livestream verfolgen konnte, weil er war uns wirklich dicht hinter den Fersen. Genau. Also es war ein spannendes Rennen, es war ein Mega-Event, es war ein Mega-Wochenende und danke an alle, die in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt waren. Ja, dankeschön. Ja, danke. Ja, was bleibt vom eCannonball 2018?
Es gibt viel hätte, wäre, könnte, hätte das geklappt, dann wäre ich schneller da gewesen. Das schreit natürlich nach einer Fortsetzung in 2019. Nun haben wir es alle gelernt, wie es funktioniert. Insofern ist dann auch der Wunsch da, das beim nächsten Mal besser zu machen. Die Fortsetzung kommt ja. Was auf jeden Fall klar ist, die Ladeinfrastruktur ist der entscheidende Punkt. Das hat Tesla natürlich toll gelöst. Du fährst ran, steckst den Stecker rein, brauchst du über Karte bezahlen und so keine Gedanken zu machen. Das läuft im Hintergrund dann ab und du kannst dann wieder weiterfahren. Und da steht auch nicht eine Ladesäule, sondern da stehen 8 oder 6. Also die Chance, dass da eine frei ist, ist immer hoch. Und die Ladegeschwindigkeit ist auch hoch. Mein Auto lädt an einem Supercharger, wenn es richtig leer ist, so mit 114 bis 117 Kilowatt Leistung, also schon richtig Alarm. Ich denke mal, die Elektromobilität hat große Chancen, wenn die Ladeinfrastruktur sich da verbessert. Ich setze Großes auf die Firma Ionity. Das ist ja ein Zusammenschluss mehrerer Automobilhersteller. Das ist nämlich dasselbe wie bei Tesla. Wenn die Ladeinfrastruktur nicht stimmt, kannst du den Wagen nicht verkaufen. Das ist ein anderer Ansatz, als wenn man jetzt nur Energieanbieter ist, mit Fördergeldern Ladesäulen baut, wo dann irgendwann mal die Nachricht eintrudelt, dass die eine nicht geht oder da müsste mal einer hinfahren und sie reparieren. Da ist der Bedarf dann nicht so hoch. Oder der Druck nicht so hoch. Der Druck ist höher, wenn man sagt, gut, du verkaufst morgen keine Autos mehr, wenn du da jetzt nicht hinfährst und die Ladesäule reparierst. Also 2018 ein spannendes Jahr. Für mich das Jahr, in dem ich geplant hatte, komplett auf Elektromobilität umzusteigen. Mit dem Tesla im Sommer hat das ja ganz gut geklappt. Wir haben noch ein zweites Fahrzeug, das für 2018 auch der Wechsel war dort geplant. Leider lässt uns Smart dort im Stich. Das Auto habe ich im Januar 2018 bestellt und es ist heute im Dezember 2018 noch nicht da. Es wird wohl irgendwo kurz um Weihnachten war das geplante Fertigungsdatum und bis es dann beim Mercedes-Händler abholbereit für uns steht, wird Januar sein. Wir werden also dann dieses Auto im Januar erst wechseln können und werden dann praktisch nur noch Elektromobilität bei uns in der Garage haben und keinen Verbrenner mehr. War wie gesagt eigentlich für 2018 geplant, aber verzögert sich dann etwas um 2019. Ja, 2019, was kann man von 2019 erwarten? Also für mich ist es immer noch nicht das Jahr, in dem der Korken aus der Flasche fliegt und Elektromobilität der große Boom kommt. Es kommt das Tesla Model 3, das kommt auch in Stückzahlen, die wahrscheinlich mehr sind, als manch einer da erwartet hätte. Es gibt neue Modelle, Mercedes kommt mit dem EQC, ist für mich jetzt kein Massenfahrzeug. Audi kommt mit dem e-tron SUV, auch für mich kein Auto, das in Riesenstückzahlen morgen beim Audi-Händler stehen wird. Ich denke, dass BMW gegen Ende des Jahres noch den BMW iX3 final bringen könnte als Marktstart. Muss man mal gucken. Es werden viele neue Autos vorgestellt werden, also der Porsche Taycan wird offiziell vorgestellt werden. Auch VW wird wahrscheinlich den ID Neo vorstellen, das erste Fahrzeug, sodass wir hier also mit vielen neuen Modellen rechnen können, die wir dann aber immer noch nicht auf der Straße sehen werden, sondern vielleicht erst 2020. So, und ich denke mal so 2020, 2021. Da geht es dann langsam los, da geht die Kurve dann schon deutlich nach oben und dort werden wir auch größere Stückzahlen sehen. Bis dahin muss die Ladeinfrastruktur noch weiter wachsen. Hier in Hamburg haben wir 800 öffentliche Ladepunkte, wie ich gerade neulich erfahren habe, die Zahl gehört habe. Dazu werde ich euch demnächst auch noch mal ein Video machen und euch zeigen, was dahinter steckt, wenn man als Stadt von sich behauptet, man hätte 800 öffentliche Ladepunkte. Was ist das in der Praxis denn wert? Was kann ich damit machen? Ja, das Video vom Hyundai Nexo ist noch im Schnitt, kommt in den nächsten Tagen. Ich habe einige Punkte noch so, die ich in der Recherche habe, wo ich noch ein bisschen Zeit brauche, um sie dann in Form eines Videos umzusetzen. Und es wird natürlich auch weiterhin Testfahrten und Tests von Elektroautos für euch geben. Mein Kanal bleibt so, wie er ist. Ich weiß, dass die YouTube-Kanäle im Moment wie Pilze aus dem Boden schießen und das ist auch gut so, dafür ist YouTube ja da. Jeder kann eine Kamera draufhalten, jeder kann alles machen. Wenn man ein bisschen länger dabei ist, entdeckt man, dass jedes Video auch neue Abonnenten bringt, mehr Klicks bringt, mehr Online-Zeit bringt und danach wird im Leben normal gemessen. Auf der anderen Seite führt es dazu, dass auch irgendwelche Inhalte gepostet werden. Hauptsache, man hat wieder ein Video draußen. Das ist nicht meine Art. Ich mache
eher etwas weniger Videos. Das werde ich auch weiterhin so beibehalten, die vielleicht technisch etwas aufwendiger sind, etwas anders gefilmt. Ich habe da auch Spaß dran, ist auch ein bisschen Hobby von mir, das so in Szene zu setzen. Da habe ich wirklich Lust drauf und deshalb werdet ihr von mir eher ein Video weniger sehen, als dass ich mir jetzt irgendeins raushaue, nur um an einem bestimmten Tag ein Video dann online zu haben. Ja, insgesamt 2018 war für mich auch ein durchaus anstrengendes Jahr. Es war viel los, auch beruflich war viel los. Insofern gibt es für mich ein Gleichgewicht, was ich da für mich auch halten möchte. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen der Familie, die für mich eigentlich immer an erster Stelle steht. Dann gibt es einen Job, einen Beruf, den ich ausübe. Und dann gibt es natürlich auch das Thema YouTube, Elektromobilität und so weiter und so fort. Mein Blog nicht zu vergessen, www.163grad, könnt ihr mal reinschauen. Dort blogge ich über Elektromobilität. All das muss so ein bisschen ein Gleichgewicht finden. Und gerade über die Weihnachtszeit war doch das Thema Familie deutlich an erster Stelle und so langsam kommen wir wieder in die normale Reihenfolge von oder normale Gewichtung von Familie, Job und YouTube. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und alles ein gesundes, frohes Jahr 2019 und wir sehen uns wieder im Januar mit dem Testvideo vom Hyundai Nexo. Sind tolle Aufnahmen dabei, ist auch ein sehr spannendes Auto. Ich weiß, Wasserstoff ist so in dieser Elektroautoblase immer so ein Buhu-Thema. Nein, ineffizient wollen wir nicht. Schaut es euch einfach mal an. Der Wagen an sich ist toll, ob man es dann braucht oder nicht, ist was anderes. Also, eine schöne Zeit, einen guten Rutsch wünsche ich euch. Alles Gute für 2019 und auf bald.